Ja, Holz, Wasser, Blech, Blei, Sprengstoff, Gummi, Seile, Wasser natürlich, Raketen, Schwarzpulver, Sand, Schwerkraft, Feuer. Dann fangen wir an. Ja, ich heiße Signer. Ich stamme aus der Schweiz und ich beschäftige mich mit Kunst. Ich war schon Künstler als Kind. Ich habe auch Sachen gemacht, ohne dass ich wusste, was das Kunst ist. Aber Experimente gemacht. Ich bin ja genau an einem Fluss aufgewachsen, in Appenzell, Gebirgsfluss. Da habe ich immer Experimente gemacht. Den ganzen Sommer stand ich im Fluss. Das war mein Spielplatz eigentlich. Ich bin jeden Tag in der Sitter gestanden. Die Sitter heißt dieser Fluss. Der mittlere Gebirgsfluss. Da habe ich alle beobachtet, diese Hochwasser beobachtet und so. Ganz genau. Das ganze Leben als Jugendlicher war ich mehr oder weniger dort. Ich war gewissermaßen der Chef dort. Weil ich wohnte am Fluss, die anderen wohnten nicht am Fluss, wir waren eine Bande. Und ich habe gesagt, wir probieren heute das und das. Wir haben ein Programm. Wir haben gefischt natürlich unter den Steinen. Wir haben ein Feuerwerk gemacht, wir haben einen Staudamm gemacht, wir haben ein Gebäude gemacht mit einer Schanze. Alles das habe ich gemacht. Ja. Deshalb habe ich eine ziemlich starke Beziehung zu Wasser. Das heißt nicht, dass ich ein wahnsinnig guter Schwimmer bin. Das ist auch beim Kajaksport nicht nötig. Da meint man immer, man muss. Nein, der Kajakfahrer hat eine Schwimmweste, hat einen Helm. Und wenn er kentert, muss eine Rücklage flussabwärts, schaut, dass mit den Füßen die Steine ausweicht. Man schwimmt eigentlich nicht. Das ist jetzt ein Schwerpunkt dieser Kajaks. Es gibt da 1, 2, 3, 4. Da gibt es noch die Fahrräder. Gibt es auch 3 oder 4. Auch Schwerpunkt. Für mich ist es auch wie ein Spiel. Ernsthaftes Spiel. Ich arbeite sehr gerne mit Drohnen. Ich habe 2 interessante Bücher in meiner Jugend gehabt. Robinson und 1001 Nacht. Diese Flieger. Also, das hat mich immer fasziniert. Ich bin ein Kind des Zweiten Weltkriegs. 1938 geboren. Und mein Vater, der war Musiker, hat ein sehr gutes Gehör gehabt. Er hat das absolute Musikgehör gehabt. Und er war Fliegerbeobachter auf einem Berg und er kannte ein Hörrohr. Ich sage, das sind 2 Flugzeuge, eine 4 Flugzeuge, einige Geschwader, Messerschmitt. Oder das, oder das. Und er musste nach Dübendorf telefonieren. Dort war er
Flugzeuge. Alarmauslöser, wie diese Flugzeuge da im Osten von der Schweiz waren, war diese deutsche Flugzeuge schon lange wieder weg. Ich habe einen Luftkampf gesehen. Wir waren draußen, ein schöner Sommertag, weil ich durfte als Kind durfte ich mitgehen zu ihm, die Armee. Und dann kam ein Kamerad, amerikanischer Flieger in die Festung von Friedrichshafen her. Und ein Motor hat gebrannt. Kam immer tiefer. Und da kamen zwei Messer mit Deutschen, mit dem Hakenkreuz aus Österreich, das ist nicht weit. Da haben die beschossen. Und oben der Brrr. Aber die waren nicht getroffen. Es gab so Erdfontänen, das waren Explosivgeschosse. Ist da weiter. Sie haben nicht getroffen, zum Glück. Sonst wäre er abgestürzt. Sie sind dann Richtung Chur und dort auf einer Wiese eine Notlandung gemacht. Und dann wurde sie in der Schweiz interniert. Ich bin geprägt durch den Zweiten Weltkrieg. Bin ich eigentlich geprägt. Es wurde dann Friede. Und mich hätte schon Fliegerei interessiert. Aber ich wurde dann Zeichner. Ich war ja Hochbauzeichner. Können Sie sich vorstellen, was das ein Zeichner, der für die Architekten arbeitet. Ja. Da habe ich eine Lehre gemacht, 3 Jahre. Und da habe ich 10 Jahre im Beruf gearbeitet. Und dann hat mich das nicht mehr interessiert. Ich hätte ja auch Architekt gekommen, weil Skulptur und Architektur ist eigentlich da. Hätte mich schon interessiert, aber ich konnte nicht Architektur studieren, weil erstens kein Geld hatte, zweitens hatte ich keine Bildung. Ich hatte kein Gymnasium oder keine Bildung. Aber Architektur und Kultur hat Verbindungen. Und da dachte ich, ich werde erst Bildhauer werden. Und das habe ich dann auch so gemacht. Also habe ich ein Jahr in einer Kunstschule mich eingeschrieben. Und dann hatte ich natürlich nie Geld. Ich wollte dann nach Luzern an die Bildhauerklasse der Kunstschule. Aber ich habe wieder 2 Jahre gearbeitet als Zeichner, dass ich das Geld hatte, um dort. Und das war interessant für mich. Ich war aber nur 1,5 Jahre dort. Und dann das Geld wieder weg. Oder wenn man mal ein Zimmer mieten muss, Essen und Schulgeld und Fahrten, nein, dann war das weg. Und da wusste ich nicht, wie weiter. Und da sagte mir eine Schülerin, es gibt eine Möglichkeit. Es gibt so Studentenaustausch. Auch die Schweiz macht das. 4 Leute können nach Norwegen oder Österreich oder Ungarn oder Polen und 4 Polen kommen in die Schweiz. Und ich habe gesagt, Polen interessiert mich, ja, Polen. Das war im Frühjahr 72, schon lange her. Und dann habe ich nichts Erfahrung bekommen, keine Nachricht. Und habe dann wieder gearbeitet als Zeichner. Und plötzlich kam im November 72 ein Telegramm aus Bern, politisches Departement. Sie sollten sofort nach Bern kommen und in die polnische Botschaft. Weil ich wäre akzeptiert von der Kunstakademie Warschau.
Da gibt es einen Zug von Wien nach Moskau, das ist der Shoppe-Express, der hält in Warschau. Bin mit dem Schlafwagen nach Warschau, mit meinem Koffer ausgestiegen. Und am liebsten wäre ich wieder umgekehrt, es war so kalt, so dunkel. Ich habe kein Wort Polnisch gekonnt. Ich habe auch kein polnisches Geld gehabt. Ich habe eine Adresse gehabt, Kulturministerium in Warschau. Und Geld habe ich dem Chauffeur, dem Fahrer, einen 5 Franken, einen Schweizer 5 Franken Stück gegeben. Er war zufrieden, war sogar glücklich. Er hat gesagt, ich habe eine Münzensammlung. Das passt jetzt wunderbar. Ich bin aus Polen zurückgekommen, ein Jahr später. Das hat mich verändert, weil auch künstlich verändert, weil es war noch sehr pover, armselig. Und ich habe arme Sachen ausgedacht, mit Sand, mit Büchsen, Straßenfläschchen. Eigentlich anders. Also ich habe gesehen, dass Skulptur mich mehr interessiert hatte. Weil es hat nicht diese Zwänge, wie der Architekt hat. Diese ökonomischen Zwänge, die funktionalen Zwänge. Die Skulptur hat das weniger. Ich wünschte Skulptur. Weil da nicht ein Kunde ist, der eine Wohnung möchte, mit einem Ablauf. Da muss funktionieren, die Küche funktionieren, alles muss eine Funktion haben. Die Skulptur hat eine andere Funktion. Also ich habe die Skulptur eingeschlagen, weil ich dort die größte Begabung spürte. Als Kind mache ich auch improvisierte Skulpturen. Ich bemalt habe. Ich könnte da viel wilder arbeiten. Und mit Bäumen, mit da und so. Und es ist ein Kontrast zur Natur. Hat aber mit Natur auch zu tun. Die Skulptur ist eigentlich eine Konstruktion des Menschen, aber innen bewegt sich ein Wind. Und das ist auch ein Teil von Natur, obwohl künstlich gemacht. Das hat trotzdem mit Natur zu tun. Und ich meine, diese Säule, wo Sie da hinten sehen, die rote, das war eine Säule voll Sand. Und da habe ich unten noch ein kleines Löchlein aufgemacht. Das Sand fließt aus. Sie bewegt sich und fällt um. Das ist Natur. Das ist Gravitation. Ich habe auch einen Tisch da hinten, der fliegt mit Wind. Man kann ohne Naturkräfte nichts machen. Ich wollte immer möglichst klar bleiben. Ich sehe natürlich jetzt in der Kunst, in der Tendenz und Jungen alles Wahnsinn. Möglich mit Dion Röhren und das. Das mache ich nicht. Ich bin ein Minimal. Eigentlich.
mache viele Skizzen. Ich realisiere nicht alles. Aber manchmal habe ich so eine Idee, auch in der Natur, eine Idee. Dann beginne ich das zu realisieren. Zum Beispiel diese Kabine hinten. Da habe ich einfach die Idee gehabt, dass ich sitze, dass eine Explosion vor mir ein Abbild macht von mir. Ja. Das hat doch funktioniert. Das sieht es ja. Wie eine körperhafte Fotografie. Ja. Und hier hinten das Badal. Vieles hat mit Kajak zu tun. Auch mit Schwimmen. Das Badal bewegt sich so. Und dann hat es auch mit Geschicklichkeit zu tun. Hier, diese Balken. Ich musste von Wand in die Balken hineinfahren. Und ich musste sie genau treffen. Jetzt steckt das Rad. Und das Rad zeigt sich nochmals ab auf dieser Seite. Und hat eine andere Skulptur gegeben. Man sieht es, das Rad, das Vorderrad, steht heraus. Das fasziniert mich, dass eigentlich eine Kraft meine Skulptur macht. Ich arrangiere dann nur und dann vielleicht fällt ein Stein geplant oder das Fahrrad hinein und dann ist die Skulptur erst fertig. Dann kann man sagen, es hat sich eine Kraft darin manifestiert. Eine Explosion ist natürlich das Plötzliche und verschwindet auch wieder und hinterlässt Spuren natürlich. Das Plötzliche interessiert mich schon, das Vergängliche, das auch ein Teil meiner Arbeit. Eine weiße Fläche, ein Textil, ist auf einer Wiese. Und dann gibt es eine kleine Explosion, das durchgeht die Tür. Es ist keine Zerstörung. Es ist einfach eine Transformation in eine andere Form. Die Elemente sind das, was die Skulptur macht. Ich meine, die zerstörerischen, die aufbauenden, die Feinde. Also es gibt noch viele Möglichkeiten, aber ich liebe mit den Elementen zu arbeiten. Ich bin nicht zufrieden, wenn da keine Kraft von einem Element hineinkommt. Bin ich nicht zufrieden. Ich bin nicht ein Atelierkünstler, wo ich dann auch mal Experimente mache und so. Aber ich habe so angefangen, ich war schon ziemlich alt, da war ich noch in der Kunstgewerbeschule, der Bildhauerklasse, 72, bin ich rausgekommen. Da habe ich die ersten Arbeiten gemacht in der Natur. Aber nicht als Landart, sondern Land als Atelier. Da habe ich etwas gemacht, Film, Super-8-Filme, von einem Versuch. Und dann wieder mitgenommen, alles Material, und keine Spuren hinterlassen, möglichst nicht. Also ich habe keine Landart gemacht. Natur als Atelier. Ja. Das ist meine Philosophie. Ich möchte das leicht machen. Meine Skulpturen hatten immer eine Leichtigkeit. Ich will nicht schwer, wirklich schwer machen. Es kann mal sein, dass ein schweres Element, so ein Sandkegel oder eine schwere Eisenplatte, steht drauf. Das ist schon wirklich Kontrast. Aber eigentlich liebe ich die Skulpturen, die man zerlegen kann wieder.
Der Humor kommt vor, er ist nicht gesucht. Der Humor kommt vor, der ist einfach bei mir zu Hause. Ich habe mich verändert, aber ich kann das selbst nicht sehen. Andere sehen das besser. Hauptsache ist, ich bin nicht schlechter geworden. Wegen dem Humor. Also ich will, wenn ich etwas mache, nicht etwas machen. Das ist vor allem beim Film, damit die Leute wahnsinnig lachen. Das ist nicht mein Ziel. Das war doch das Ziel von Charlie Chaplin oder Buster Keaton, die machte etwas. Und dann war die Premiere, Kino. Stellen Sie sich vor, niemand hätte gelacht, zerstört gewesen, hätte sich umgebracht. Aber wenn niemand lacht bei beiden Sachen, macht man überhaupt nichts. Weil das ist doch nicht das Ziel. Ich sage immer, Lachen ist erlaubt. Aber es muss nicht sein. Ich lache auch. Ist nicht verboten. Aber es ist nicht das Ziel. Nicht mein Ehrgeiz, dass die Leute wahnsinnig lachen. Ich denke oft darüber nach, wie merkwürdig das ist, dass ich jetzt genau in, als alter Mensch, der bald verschwindet, in dieser Zeit bin, wo ja bald möglich wäre, dass die Erde verschwindet. Unser Leben, wenn es einen Atomkrieg gibt, dann sind wir sehr gefährdet. Dass ich jetzt genau jetzt leben muss. Verrückt, oder? Dass ich genau in diesem Krieg vielleicht umkommen. Schicksal. Man kann nicht sagen, wann. Man kann nicht sagen, wo. Man kann nicht sagen, wie. Man weiß eigentlich gar nichts. Außer, dass man gehen muss. Ja? Das ist einfach grausam. Aber wir verschwinden. Jeder. Und ich sehe natürlich schon ein Ende. Ich werde Spuren hinterlassen.